Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, heute, ich weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt, ich sehe heute ein bisschen anders aus. Das hat einen Grund. Und zwar fahre ich heute mit meinem Töchterle nach Frankreich. Die hat gerade Urlaub und die hat sich gewünscht, ob ich mal ein paar Überstunden abbauen könnte und mit ihrer mittags dann nach Frankreich fahre zu Action. Ja. Also das sind wir Mädels, glaube ich, alle gleich. Wir gehen einfach eigentlich gern zu Action. Wobei ich sagen muss, letztes Mal habe ich nicht so viele Sachen gefunden. Ich hoffe, diesmal ist es besser. Also es ist jetzt schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal dort war. Aber ich will mal gucken. Ja. Und sie hat sich das gewünscht. Und naja, muss man nicht lang dann fragen. Da mache ich das natürlich auch gern. Und beim Autofahren, bei dem schönen Wetter, brauche ich eine Sonnenbrille. Und ich habe noch keine Sonnenbrille in meiner schlimme Sehstärke und darum an solche Tage ziehe ich dann meine Kontaktlinse an und hoffe, dass ich damit klarkomme bis heute Abend. Das ist nämlich immer so ein bisschen ein Problem, dass ich die nicht mehr so vertrage, aber im Moment geht's. Ja, so sieht's aus. Die Mädels gehen dann heute Mittag los. Muss mal kurz dem Lenny den Ball schmeißen. Ja, also ich bin gespannt, was es gibt. Also ich habe so gedacht, ich habe so an eine Erstausstattung gedacht für ja, Leute, die mit Junk Journal anfangen, wir gehen gerade schwerwiegend auf die 6000 Abonnenten zu. Das kommt wieder schneller, als wie ich gucken kann. Also ich finde es ganz toll. Hallo an alle, die neu auf meinem Kanal sind. Schön, dass ihr da seid und auch an alle, die schon ganz lang dabei sind. Ihr seid mir schon so ans Herz gewachsen. Das ist unglaublich und ja, freue mich einfach. Und ja. Also da gehen wir heute Mittag los. Und was wir aber auch noch machen, wir machen einen Abstecher zu, das kann ich nicht aussprechen. Ich blende euch jetzt wahrscheinlich ein, das Wort. Und jetzt werde ich mich wahrscheinlich bis auf Knochen blamieren. Emmaüs oder so ähnlich Emmaüs oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Das ist in Frankreich, so viel ich weiß, so, das gibt es in verschiedene Städte, glaube ich. Und es ist eigentlich nichts anderes wie so eine Art, wie sage ich jetzt da, wenn Wohnungen ausgeräumt wären und so, kann man dort wieder die Sache gebraucht kaufen. Ja, ich glaube, so kann man es jetzt mal umschreiben. Und da habe ich schon öfters ganz tolle Sachen gefunden. Die Bänder, die ich zum Beispiel immer benutze für meine Tags, die sind von dort. Das sind, da habe ich so ganze Rolle bekommen. Super günstig und also da, das ist dort, das ist nicht so weit weg von unserem Actionmarkt und da gehe ich gern vorbei. Also da gehe ich fast noch lieber vorbei als wie in Action, weil da gibt es halt auch tolle Bücher. Also da habe ich schon so tolle uralte 1700 irgendwas Bücher gefunden, französisch, und das ist sowieso dann toll. Da muss ich jetzt sagen, die sind nicht so günstig. Also wenn ich so ein richtig altes, kostet dann dort auch mal 20 Euro. Wobei ich finde, es ist immer noch günstig, weil es halt was Besonderes ist. Gell? Also da möchte ich heute auch noch durchgehen. Und wenn es geht, vielleicht kann ich ab und zu Kamera anmachen, dann kann ich euch das mal zeigen. Kann ich euch nicht versprechen, das weiß ich jetzt nicht, aber wir gucken mal. Gell? Und ansonsten zeige ich euch einfach in dem Video, was ich halt bekommen habe. Und ja, jetzt geht's los. Ich gehe jetzt arbeiten. Und dann machen wir nachher früher Feierabend und dann fahren wir los, die Mädels. Ja, wir sind schon ein bisschen, wir freuen uns sehr und auch mal wieder so einen Mittag so gemeinsam zu haben. Und der Schnuckel hier, der muss halt leider daheim bleiben, aber der ist nicht alleine. Mein Sohnemann, der passt auf und auf und so, weil der Lenny, der ist es noch nicht so ganz gewohnt, allein zu sein. Also der jammert da schon ein bisschen rum, wenn wir so das Haus verlassen, aber es muss er lernen. Also, gell, Schätzele? Ja, das kann man überleben. Also und jeder Hund muss das lernen, weil man weiß ja nicht, es kann auch mal sein, ich muss mal wieder ins Geschäft oder so, im Geschäft arbeiten. Man weiß nicht, was kommt. Und spätestens dann muss es können. Okay? Also, jetzt geht's los. Ich quatsche immer so viel, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss jetzt immer mal wieder so einblenden, wann ein Start ist. Also wenn das Video dann richtig losgeht. Sonst ist es für manche vielleicht einfach zu langweilig. Keine Ahnung. Also, ich lege los. Wir sehen uns dann nachher wieder, okay? Und bis dann. Tschüss. Hallo. Hallo. Jetzt sind wir startklar. Ich habe Feierabend gemacht und los geht's. Wir fahren jetzt los. Ja. Und ich hoffe, wir haben nicht viel Verkehr, dass wir bald dort sind. Und die Unterstützung ist da. Und der Lenny, der heult. Ja. Der
Der muss damit klarkommen. Okay, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wir sind angekommen. Jetzt geht's los. Bin so gespannt. Bis gleich. Einfach mal an, ich zeige euch einfach mal jetzt auf die Schnelle, was ich bei Action gekauft habe. Also was immer mitgeht, das ist dieser Tacky Glue, der ist einfach super günstig. Die Preise tue ich euch einblenden. Also da nehme ich immer gleich so ein bisschen Vorrat mit, weil kann man nicht genug haben. Und eins der Gründe, warum ich hin bin, das war wegen Pinsel. Ja, und die Pinsel, die ganz günstige, also die sind auch super günstig. Aber die, die ich da hatte, die ich letztens im Video gezeigt habe, hatte sie leider nicht. Die haben so eine ähnliche Packung gehabt, aber dieses dicke Teil da, hier in dem Bereich, das gab es nicht mehr. Ich war sehr enttäuscht. Dann habe ich mir jetzt diese Packung mitgenommen, weil da so ein Fächerpinsel drin ist und auch so ein bisschen runde Pinsel. Und so einer, wenn man eben, ja, so flache Sache, wenn man eben so Kleber oder so einstreicht. Ja, die habe ich mitgenommen, es sind 24 Stück drin. Also, ich sage, die sind so günstig, da tut es mir dann auch nicht weh, wenn der Pinsel halt mal das nicht überlebt, was ich da so mit dem mache. So, was ich auch immer gern mitnehme, das sind diese zum Sticken. Diese, ich mache das ja gern, dass ich irgendwo was hinnähe oder so ein paar Kreuzle hinsticke oder so. Und da gibt es ganz viele Farben und die sind super günstig. Hinten drauf ist immer noch so eine kleine Anleitung, wie man so gewisse Stiche machen kann. Und ja, da durfte auch wieder zwei mit. Ich glaube, müssen wir im Vorrat gucken. Ich habe wahrscheinlich noch welche. Ja, das habe ich für meinen Mann mitgenommen. Das ist, sind so vier Boxen. Und da kann man so einzelne, was weiß ich, was der da rein machen will. Keine Ahnung, für den Hobbykeller. Da sind jetzt zum Beispiel Perlen drauf. Vielleicht behalte ich mir eins. Das muss ich mal gucken. Das ist eigentlich immer ganz geschickt, wenn man sowas hat. Da kann man so Sachen drin aufbewahren, ne? Jetzt kommt Apps. Da dachte ich, ich mache einer nass. Das sind drei Stück. Und die nehme ich mir mit. Und wenn ich am Waschbecken bin, mit dem kann man zum Beispiel gut die Stempel wieder sauber machen. Das muss ganz gut gehen. Mit so einem Schwamm. Und die andere Schwämme, die kann man benutzen überall in der Küche und so. Ne? Was immer mitgeht, das ist dieses Paketband. Und das ist das, was so matt ist. Ich mag das. Mit dem baue ich echt meine Bücher zusammen. Das sind ja immer mal wieder. Das sind 50 Meter drauf. Ich nehme da immer gleich zwei mit, weil mit dem packe ich auch meine Päckle, wenn ich irgendwas verpacke. Also das ist immer, geht immer weg. Was ich auch immer gern mitnehme, das ist von denen diese Spitze. Das sind 3 Meter drauf, das sind 4 Meter drauf. Und die sind verschieden breit, sind die. Und das sind oftmals die, wo ihr aussehen. Also ich reiße die auseinander, ich schmeiße die manchmal noch in Kaffee rein oder so, aber das muss nicht immer so eine antike Spitze sein. Es kann auch nur so was Günstiges sein. Ja, das sind die auch immer da. Also das ist sehr, auch immer sehr günstig bei Action. Dann, ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Also Blöcke und so habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Das da habe ich gefunden. So ein Die-Cut, das mit dem Äschle fand ich ganz süß. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so ein Die-Cut kauft. Manche Sachen findet man toll und andere nicht. Ich glaube, das Vögele werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Aber dieser Ascht, der hat mir gefallen. Den kann man gut kombinieren, fand ich. Dann habe ich das da mitgenommen. Das habe ich erst gar nicht gecheckt, was das für eine Form ist. Dann habe ich die Vorschau gesehen. Oder, nein, muss ich mal näher herhalten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Da kann man so Blumen machen. Das sind, oder? Ich glaube, mein Licht spinnt. Das sind so einzelne Blütenblätter. Und die kann man dann zusammensetzen. Und dann gibt es eine Blume. Das muss ich mal ausprobieren. Die dahin wieder mit dürfen, die habe ich schon. Das ist nur für mich der Vorrat, weil ich mag die da. Und das kommt in die Mitte oder das kommt in die Mitte. Also ich finde die toll. Und ich dachte, bevor die aus dem Sortiment gehen, nehme ich mir die nochmal mit.
Und die da fand ich auch nicht schlecht. Das ist so ein bisschen briefmarkemäßig, ne? Also die große, da weiß ich gar nicht, ob ich die groß benutze, aber die kleine, die haben wir es angetan. Je nachdem, da hat man irgendwo was in einer Zeitschrift oder so. Und dann können wir da ja, ein bisschen so wie eine Art Briefmarke draus machen. So der Plan. Ich habe hier ein bisschen durcheinander auf dem Tisch. Könnte jetzt etwas durcheinander kommen. Das da, das fand ich super interessant. Das ist dann sowas. Und ich habe es tatsächlich schon probiert. Ich habe da zwei. Ich habe es durch meine Maschine durchgelassen und dann hat man da lauter so kleine Löcher und ich habe ein bisschen stärkeres Papier genommen und da kann man tatsächlich dann sticken mit diesem Stickgarn von vorhin. Ganz toll. Und ich habe mir überlegt, diese ovale Form, ich meine, das muss man nicht so lassen. Man kann da zum Beispiel ein kleines Herzchen sticken und drumherum das so wegreißen und dann hat man so ein nettes Teil, wo man dann irgendwo im Junk Journaling, auf der Junk Journal Seite irgendwo hin kleben kann oder hängen kann oder so. Also, das ja, hat mich fasziniert. Dann habe ich, man hat ja nicht genug Stempel, doch ich habe genug Stempel. Ich weiß auch nicht. Ich fand den toll. Ja. Und ich fand das da unter toll. Das da brauche ich ehrlich gesagt nicht wirklich, aber dieses Muster war toll und dieser Embossing-Folder. Darum hat das unbedingt geschrien, nehme ich mit. Naja, haben wir überreden lassen, hat es mit dürfen. Dann haben wir hier noch das gleiche von gerade eben, nur in so einer Form, wie wenn man tatsächlich stickt an so einem Stickrahmen. Voll süß. Sehr, ne? Und dann kann man so ein Blümle reinsticken oder so. Ich halte dann aus Papier, aber das macht ja nichts. Ne? Dann so ein bisschen doppelseitiges Klebeband kann man mitnehmen. Das geht vielleicht ein paar von den Sachen, wenn ich die nächste Verlosung mache, dann dort ins Paket, weil. Sowas brauche ich nicht. Ich habe ein anderes Klebeband, aber so als wenn man anfängt mit Junk Journaling, das ist super günstige Sache. Also wenn man das einfach nur mal ausprobieren möchte, ob einem das überhaupt liegt, dann kann man durchaus mit so einem Klebeband anfangen. Und dieses Ink Blending Tool haben sie auch super günstig gehabt. Ich habe jetzt allerdings mittlerweile schon ein Video gesehen, wo das mal benutzt wurde. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich mit dem Geräusch klarkomme. Ich muss aber ehrlich gesagt erst selber probieren. Aber da sehen wir mal, wie viele Dinger da dabei sind. Und ich probiere das aus. Vielleicht finde ich einen Weg, wo ich dann gut mit klarkomme. Da lege ich mal die Hand mit für ins Feuer. Und da sind sie. Ich habe gleich zwei gekauft oder drei sogar. Ja, jetzt habe ich wieder Vorrat. Ist zwar nicht so richtig das Gold dabei, wie ich das gern hätte, aber es ist ein Grau dabei und so ein Silber und so. Und das liebe ich, um Spritzer zu machen. Und ich hatte von denen also vor 2 Jahren, wo ich erst mal bei Action war, da gab es auch solche Aquarellfarbe und mega. Ich halte jetzt leider leer. Da hatte ich auch damals schon mehrere gekauft und ich habe die alle verbraucht. Gell? Aber wenn man auch kaffegefärbtes Papier macht oder so, da kann man prima Sachen mitmachen. Ich muss gerade auf meinen Tisch gucken. Diese Packung Fancy Paper durfte mit für Die-Cuts zu machen. Oder demnächst mache ich ein Video, da werde ich sogar das Gelbe benutzen und vielleicht sogar das Rosa. Ja, aber da sind wir dann dabei, ihr seht dann, für was das ist. Was ich auch immer da gern mitnehme, ist so ein Sketchbook. Also das ist 130 Gramm Papier und es ist ein Skizzenbuch. Da können wir aber auch echt gut mit Aquarellfarbe und so drin malen. Ich reiße mal ganze Seite raus, gestalte die mit Kaffee und sonstige Sachen und dann kommen die ins Junk Journal rein als Seite, wo man dann später noch weiter drin irgendwie malen kann oder so. Und jetzt kommt jetzt das da. Moment, ich hole es mal raus. Also ich habe das nicht auf dem Tisch liegen, aber ich will mit dem probiere Kaffee gefärbtes Papier zu machen. Das ist jetzt mal, das sind ja lauter Öffnungen und vielleicht, Sie sehen das von der anderen Seite, vielleicht kann man da ganz schönes kaffeegefärbtes Papier machen. Das wird ein Testversuch. Also ich habe da eine ganze Rolle voll. Das ist so Tischdeck. Plastik natürlich. Aber das könnte gut helfen, kaffeegefärbtes Papier zu machen. Ja, Mädels.
Viel mehr habe ich diesmal nicht mitgenommen. Ich habe noch so Putzmittel, so Zeug halt. Ja, aber das interessiert euch weniger. Ihr seid am Bastelzeug interessiert. Aber ich muss sagen, ja, es war nicht so. Ja, ich habe da schon mal mehr Sachen bekommen. Und ja, eins kann ich euch zeigen. Moment. Die Susa muss jetzt tapfer sein. Aber uns hat ganz schwerwiegend der grüne Daumen verlassen. Und darum hat diese Pflanze mit dürfen. Die ist unecht. Aber im Moment, also ich weiß nicht, ich vergesse immer zu gießen. Mein Mann hat es eigentlich immer gemacht und der vergisst es zurzeit auch. Also mir hängt nur noch so ein Christ, wie heißt die? Christ, ne? Doch, so ein Christuskaktus oder wie das heißt. Das Ding, was an Weihnachten blüht, ist die einzigste Pflanze, die bei uns gerade überlebt. Und darum, das war jetzt eine, wo ich gesagt habe, boah, die sieht nicht so schlecht aus, die sieht recht echt aus. Und darum hat die mit dürfen, weil unechte Pflanze mag ich eigentlich nicht, aber die hat mit dürfen. Ansonsten überlebe bei uns gerade nur Kakteen und Sukkulenten und wie das so heißt. Ja, und dann waren wir ja noch in diesem Emmaüs. Ich sag's wieder falsch, aber ist ja wurscht. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Und da zeige ich euch jetzt auch noch, was ich da erwischt habe. Also, ich habe da zum Beispiel das. Das ist reine Baumwolle. Und das ist ganz, also das gab es in sämtliche Farbe. Gell? Und der ganze, ich kann es euch nicht mehr sagen, ich glaube 50 Cent oder so. Und das ist richtig stabiler Faden. Den kann man immer brauchen. Dann habe ich mit das da. Guck nochmal, wie viel da drauf ist. Die ganze Rolle hat 3,50 Euro gekostet. Und ich glaube, das ist super günstig. Kann man schöne Bänder mitmachen. Und da habe ich schon mehrmals solche Rolle gekriegt. Also auch größere. Und das ist, also da freue ich mich immer mega, wenn die sowas wieder da habe. Und ich kann die schmaler schneiden und so. Das kann man oben an Kameraffels mitmachen, alles Mögliche. Also habe ich mich wieder sehr gefreut, dass ich so eine ganze Rolle da gefunden habe. Und das fand ich auch so ein schönes Band. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Okay, das hat 3 Euro gekostet. Ich weiß nicht, was das normal im Handel kostet, aber ich fand es schön und da ist ja so viel drauf. Und das ist so ein bisschen grün und da habe ich gedacht, das schreit direkt nach, ich will an so kleine Text hin oder sowas. Ne? Das kann man da oben schön benutzen oder aussonst. Ja. Und dann habe ich den da gefunden, das ist ein Körbchen und ich liebe ja Körbchen, wo ich Sachen reinmachen kann und gucke nochmal. Ich meine, da ist er ein bisschen kaputt, da muss ich mal gucken, wie ich das repariere, aber das ist eins, ich würde mal sagen, für die Küche oder so, sind Traube drauf, ein bisschen so obstige Sache, aber ich fand den einfach süß irgendwie. Ne? Und der hat 1 Euro gekostet. Hat er natürlich mit müssen. Ich habe nochmal sowas gefunden, das ist ein bisschen mitgenommen, aber es ist super stabil. Auch für 1 Euro. Das ist ja abgrenzt, das ist klar, das ist auch alt, aber es ist toll. Ich finde es einfach toll. Also Melina hat nur den Kopf geschüttelt und die hat gesagt, Mama, was willst du mit dem? Oh, sowas gefällt mir. Ja, und dann Handy natürlich auch Bücher. Wegen Bücher gehe ich da immer hauptsächlich hin. Und da das ja im Elsass ist, sind die Bücher auch manchmal deutsch, also elsässisch. Ja, das ist jetzt ein französisches gewesen. Das hat 5 Euro gekostet. Das habe ich natürlich mit wegen dem schönen Einband. Und es hat schöne, stabile Seite, also stabile Buchseite. Die kann man ganz toll benutzen. Das hat man einen Goldschnitt gehabt. Ja. Und es ist schön. Und manchmal findet man sowas drin. So, das sind für mich Schätze. Wenn da sowas drin rum... ja, wenn ich sowas drin finden kann, dann bin ich immer total happy. Gell? Also das ist ein sehr schönes Buch. Es ist mitgenommen, es fällt auseinander. Aber es wird ein schönes Journal werden. Hundertprozentig. Das kann man auch ein bisschen mal noch so ein bisschen vorher vielleicht abputzen oder so. Aber ich, warum eigentlich? Das ist eigentlich schön. Also da stehen mir vor so ein Weihnachten oder so. So ein Weihnachtsjournal mit einer Farbe. Ich finde das sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn das? Stand das da irgendwo? Ich glaube schon, dass schon ein bisschen, ich denke,
1915, ich denke die 15, obwohl ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Aber es ist ein sehr schönes Büchlein. Dann habe ich so ein Musikheft gefunden und es ist genau DIN A4 Breite hat es. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist doch toll. Das kann man genau so reinmachen ins Journal. Dann hat man ein paar so schmale Seiten und es passt richtig rein. Und da ist was los, da kann man Blümle drauf machen oder so, irgendwie was. Oder ja, das, was hat das gekostet? Ich weiß nicht. Hat es 2 € gekostet. Also alle Bücher, die ich euch jetzt zeige, habe ich insgesamt 18 € bezahlt. Das da hat mit dürfen. Das hat 5 gekostet. Das fand ich auch sehr schön. Das ist ein Klavierschulebuch. Die bewährte Anleitung zur gründlichen Erlernung des Klavierspiels. Und das sind zum Teil so Markierungen drin. Es ist auch ein sehr schönes Papier. Es ist schon echt gealtert so. Und ja, fühlt sich ganz weich an. Das ist eine wunderbare, weiche Seite. Also ganz, ganz toll. Ich habe kein Klavier. Oh, gucken wir nochmal. Haben wir wieder Schätze gefunden. Habe ich noch gar nicht entdeckt. Toll. Das ist schön. So was finde ich toll. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich kann es nicht lesen. Aber schöne Handschrift. Sieht super aus. Hoppala. Und so klein ist noch. Da hat wohl jemand Klavier. Spiele gelernt, ne? Übungen. Ja, und auch das fällt auseinander. Sei noch, das ist da auseinander. Das war schon kaputt. Hier hinten bricht es auseinander. Ja, ich meine, die Sachen sind da natürlich alt. Das ist aus Haushaltsauflösung und so kommt es dahin. Und die verkaufe das und ich glaube, das Geld geht an einen guten Zweck. Und bei der Musikabteilung habe ich dann das noch gefunden. Das fand ich, das ist ja in diesem schönen, wo die früher alle ihre Hefte und so eingebunden haben. Sehen wir, das ist auch ein Musik, irgendwas mit Musiknote. Und das hat immer stabiles Papier. Also wenn er an sowas drankommt, das ist toll. Da kann man, also am Anfang horte ich das mal, aber wenn ich da mal dran gehe, da kann man Briefumschläge mitmachen, alles Mögliche. Das kann man einfach so einbinden ins Journal. Vielleicht mache ich auch mal wieder Buchpakete. So sieht es aus. Toll, oder? Mega toll. Ja. Was hat das gekostet? Ja, wie gesagt, also insgesamt habe ich für diese ganzen Bücher jetzt und das, was ich, das letzte jetzt noch, das da, boah, das ist ein Oschi. Ja. Insgesamt habe ich 18 € bezahlt. Wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. Für 5 solche Bücher 18 €. Also ich finde, es geht vom Preis her, oder? Aus meiner Meinung nach, ja, so geht so. Ah, das ist echt auch ein tolles Französisch. Das ist ein Langenscheid. Und das hat 5 gekostet. Und das, ja, das ist zum selber Französisch lange. Und auch so tolle Seite. Und also schön. Einfach schön. Das hat immer solche Briefe drin. Und das ist sicher auch, ich schätze auch fast 100 Jahre alt. Steht da irgendwo. Irgendwo eine Zahl. Nee, das ist der Langenscheid gegründet, 1856. Ich glaube, das Buch ist nicht ganz so alt, aber ich denke, es hat schon, weil das hat innen die alte Schrift. Also ich denke, es hat schon ein gewisses Alter. Und auch hier war das da drin. Ganz altes Notizpapier. Das ist auch schon so verblichen. Und da waren noch 2 so Eintragungen. Das sei natürlich schön drin. Klasse, gell? Ich sage da nichts. Ich habe mich da gefreut, das habe ich tatsächlich doch schon entdeckt, dass da sowas drin ist. Und ja, freue ich mich. Und ja, das ist ein ganzes Buch voll wunderschöner Seite. Und da, so Seiten sind noch toll. Also, das ist jetzt dünn, das ist eine dünnere Seite, aber mega schön. Ja, das war unser Ausflug nach Frankreich, ins Elsass. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die Bücher haben mir am meisten gefreut. Und aber auch über diese Bänder da. Das fand ich auch so toll. Ja, ihr Lieben, das war's.
Vielleicht kommen wir auch mal irgendwie in die Nähe von Frankreich. Müssen wir mal eingeben, dieses Emmaüs oder wie das heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich blende euch das ein. Das gibt es tatsächlich in mehrere Städte dort. Und bei uns ist es halt auch relativ in der Nähe und es ist recht groß. Da kriegt man alles Mögliche. Melina hat da so Kerzenständer und so Zeug mit. Also da gibt es Haushaltsware, es gibt Stoffe, es gibt Möbel, es gibt ja, alles Mögliche an Teller, an Schüssel, an Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist echt irre. Und ich kaufe immer so Zeug. Ich kaufe immer diese Sachen. Diese Schätzele da und freue ich mich ganz doll, wenn ich sowas erwische. Ja, so, jetzt haben wir das gesehen. Und ja, jetzt wünsche ich euch, upla, jetzt mal kleiner. Jetzt haben wir das gesehen und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag. Gell? Bis dann. Tschüss.